So, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin! Heute im Schiffswrack! Im Schiffswrack! Ich glaube, ich werde die Musik ändern. Weil die Musik ist so schön. Leer. Ach, das arme Schiff. Die armen Leute, die hier gewohnt haben. Alles kaputt. Naja. Schiffe dieser Art sind sehr selten. Da schaue ich mich hier gut um. Da sind die anderen Kabinen. Mir auch unser Pokémon irgendwo heim, an dem Bett oder so. Was ist gut zu sagen? Hier ist doch wirklich lustig, nicht wahr? Ich bin total aufgeregt. Nein, hier ist es traurig, wenn ich sehen muss, dass dieses Schiff mal Leute transportiert hat mit dieser traurigen Musik. Macht mich ganz depri. Wo ist mein Messer? Es hat die Verführung selbst verletzt. Kevin hat die Verführung selbst verletzt, ja. Kommt, jetzt schmeißen wir sofort weg. Was wollen wir damit? Müll! Dieser Hafenbrief ist scheiß Müll! Das gibt's nicht. Okay. Alles ist kaputt gegangen, bis auf dieser scheiß Hafenbrief. Der hätte von mir aus auch ruhig kaputt gehen können. Lager steht auf dem Schild. Hier können wir rein. Mir wird schon lieber, sobald ich ein Schiff betrete. Es bewegt sich zwar nicht, aber... Leer. Nee, das ist doch nicht leer, das ist doch gerade reingepubt, naja. Geht's hier lang? Nee, hier geht's nicht. Na doch, geht's. Weiter kein Fiber. Dachte ich jetzt, dass man hier nicht rein kann. Okay, hier können wir surfen und tauchen, allerdings haben wir Taucher noch nicht. Ansonsten könnten wir uns die Schiffswrack noch genauer unter Lupe nehmen. Wenn wir zur See fahren, nehmen wir Matrosen sind immer unsere Pokémon mit. Reverse mit einem schnellen Kampf. Könntest du gerne haben. Wahrscheinlich auch wieder nur Wasser-Pokémon. Aber hey, das gehört zu diesem Let's Play dazu. Viele Trainer setzen hier nur Wasser-Pokémon ein. Leider. Warum trifft Rasierblatt nicht? Rasierblatt ist doch nicht ungenau, Mensch. Jetzt aber. Alter, zwei miteinander, das gibt's doch nicht. Naja gut, immerhin trifft sein Wirbel ebenfalls nicht. Also, jetzt aber wieder Mordeskill wie im letzten Part. Und? Ah, das ist wieder eine Wer wird Millionär-Ausgabe wie im letzten Part. Ist immer noch dieselbe Sendung. Und Weimar ist down. Sind bei der 500-Euro-Frage. Dann ab der 1000-Euro-Frage werde ich dann wieder vorlesen, was für Fragen sind, weil jetzt sind die Fragen momentan viel zu schnell durch, bis ich die gelesen habe. Ist die Frage schon beendet. Ich glaube wieder. Ein guter Gegner für Ninja Tom, dieses Machok. Er setzt Gesichter ein. Scheiße, jetzt kann er uns angreifen. Okay, ich wechsle jetzt wieder sicherheitshalber. Die Pump-Pokémon haben eine Taktik entwickelt, um Ninja Toms zu killen. Wobei, komm. Wir hätten Ninja Tom einsetzen können, weil Kampfattacken wären nicht sehr effektiv gewesen. Auch wenn es ein Geist-Pokémon wäre, das getroffen werden würde. Okay, ich wechsle wieder zu Ninja Tom, da habe ich gerade nichts durchdacht. Was Sirup aus Granatäpfel nennt man? Genicole Creaquiline Crebacchio Grenadine, oh Gott. Ich sag D. Devedora, ja, er nimmt auch D und D ist auch richtig. Tja, Gesichter bringt dir nichts. Ninja Tom ist immun gegen Kampfattacken. Oder? Ja. Ninja Tom vermeidet Schaden mit Wunderwaffe. Und nochmal, bam, du wirst verprügelt von dem Ninja Tom. Was paralysiert? Na gut, wer es mag. Gibo funktioniert nicht, weil die nicht sehr effektiv ist, die Attacke. Und tschüss. Wieder ein Vorteil, einen Ninja Tom zu haben. Schmerbe kriegt ja gar keine Level-Ups. Wie viele Erfahrungspunkte braucht Schmerbe eigentlich bis Level 100? Wahrscheinlich 1640. Wahrscheinlich 1.600.400. Okay, ich versuch's nochmal. Oh, Schmerz für 24 sehe ich gerade. Oh Gott, im letzten Part war ich echt sehr unaufmerksam, weil ich dauernd Level Millionär geschaut habe. Ich glaube, jetzt können wir sogar Schmerz in erste Stelle setzen. Also, es gibt Pokémon, die brauchen für Level 100 1.640.000 Erfahrungspunkte. Ich weiß sogar eins, Krebutak. Ich habe einen Krebutak in meinem Bloody Platinum Spiel.
und bis ich das auf Level 100 trainiert habe. Es hat momentan Level 93 und hat 1.200.000 Erfahrungspunkte. Es braucht noch 400.000 weitere Erfahrungspunkte. Welche Stadt im Südwesten Englands zählt seit 1987 zum Welterbe der UNESCO? Ah, Bedroom, Be Kitchen, The Beds oder Die Toilets. Ey, der hat seine Antwort schon genommen, bevor ich sie vorgelesen habe, nämlich Bad. Bad war richtig. Das ist echt Bad. Okay, ich schaue mich hier noch ein bisschen die Kabinen an. Hier finden wir auch sehr gute Items. Tauchball. Damit können wir Pokémon unter Wasser leichter fangen. Welche Kantenlänge hat ein Würfel mit einem Volumen von 64 Kubikmetern? A 2 Meter, B 4 Meter, C 6 Meter oder D 8 Meter? Oh, Mathematikfrage. Ein perfekter Ort auf Erkundungstour zu gehen. Es ist aufregend hier. Ich glaube, die Frage wüsste ich. Moment, ich hab's. Oh, die Frage ist vielleicht geil. 4 Meter. Ich tippe 4 Meter. 4 Meter ist logisch. 4 Meter? 4 Meter. Ich sag 4 Meter. Ah, erschreckt mich doch nicht so. Was ist so lustig daran, dass ich einen Schwimmreifen an Bord habe? Ich hab doch... Hey, eine Animation! Oh, cool! Animation! Hilma! Das ist doch ein Mädchenname, oder? Du bist ein Mädchen! Ninja Tom. So, Ninja Tom. Was kannst du am besten? Verdammt, ich habe ganz vergessen, was Meryl Walzer kann. Warum setze ich Ninja Tom ein? Egal. Geheimpower. Ich hoffe, jetzt kommt kein Wald. So. Okay, die häufigste Attacke, mit der Ninja Tom gekillt wurde, war Walzer oder ist Walzer. Gott, ich hasse Walzer. Walzer ist der nervigste Tanz ever. Er nimmt auch 4 Meter. Genau das, was ich geschätzt getippt hätte. Und 4 Meter ist wahrscheinlich auch richtig, ne? Ja, 4 Meter ist richtig. Oh, ich bin der Mathe-Genie. Ich bin der Mathe-Genie. Hauptschüler. Ne? Bin ich immer noch. Sind immer noch alle Hauptschüler dumm? Dumme Hauptschüler wüssten diese Antwort nicht. Für alle, die denken, Hauptschüler seien dumm. So. Jetzt habe ich es euch gegeben. Oh, wir haben nach Schätzen gesucht und einen Trainer gefunden. Wieder eine Animation. Hey! Hoffentlich bleibt es so bis zum Ende des Let's Plays. Eine Starke wird häufig benutzt, um A. einen Acker zu pflügeln, B. eine Pizza zu backen, C. Socken zu stopfen oder D. ein Boot vorzubewegen. Das ist ein Starke, habe ich noch nie gehört. Ich glaube A. Okay, eine Starke. Für was wird das verwendet? A. einen Acker zu pflücken, eine Pizza zu backen, C. Socken zu stopfen oder ein Boot vorzubewegen. Intensität und ich wechsle auf Tropius. Ich hoffe, Erdbeben funktioniert bei Illumise und Volbeat. Weil ich glaube, dass die auch noch als zweites Flug in haben. Schweifglanz, Spitzeattacke von Volbeat. So, Intensität. Ah, oh, warum nicht sehr effektiv? Wir haben bestimmt Käfer gegen Boden gegen Käfer. Ja, ist eine gute Taktik, weil Tropius nicht von Intensität getroffen werden kann. Der Kandidat nimmt den 50, den Publikumsjoker und D kommt raus. A, also D mit 88%, B und C sind 0 und das, was ich geschätzt habe, hat 12%. So, Rasierblatt trifft auch beide Gegner. Jetzt haben wir zwei Attacken, die beide Gegner treffen. Nämlich Rasierblatt und Erdbeben. Und Erdbeben funktioniert bei unserem Tropius dann eh nicht. So, welche Antwort richtig ist, muss ich euch nicht sagen. Ja, D war richtig, ne? Das mit dem Boot, das was das Publikum ganz klar genommen hat. Ein Boot vorzubewegen. So, hier ein paar neue Frisuren für euch beide. Die im Kino und Buchhandel erfolgreichen Tribut von Panem sind am ehesten vergleichbar mit A. griechischen Philosophen, B. ägyptischen Hieroglyphen, C. römischen Gladiatoren oder D. hebräischen Schriftrollen. Nein, kein Mondschein, ich hasse Mondschein. Boah, ich habe keine Ahnung. Er nimmt C.
Aber die Mondschattenattacke, die sieht richtig gut aus. Und C war richtig. Hätte ich nie. Okay. Also hier hätte ich keine Ahnung. Das ist wieder so eine Frage, wo Hauptschüler keine Ahnung haben. Und er hat 16.000 Euro und er hat noch 3 Joker. Ziemlich gut eigentlich, ne? Komm, wenn die weiterhin so nervige Attacken einsetzen, dann setze ich, glaube ich, setze jetzt Jungglut ein. Weil ich keinen Nerv mehr drauf habe. Ich setze jetzt Jungglut ein. Das mache ich jetzt schnell. Okay, schnell, du kommst raus, du hast versagt. Und Jungglut kommt rein. So, und jetzt zerstampfst du mal diesen Käfer. Diese Mondschein-Attacke, die ist einfach nur nervig. Besonders wenn man. Ja, wenn man. Wenn der Gegner sie einsetzt, meine ich. Hat eh nur 5 AP. Aber trotzdem. Oh Gott, die setzen ja nur Heilattacken ein. Wunschtraum ist auch wieder so eine Heilattacke. Und jetzt ist klar eine Stunde bei Weltmillionär, damit er jetzt wieder Geld entsparen kann. Ach, wie schön. Hitzekoller und Stampfer. Hitzekoller wird ihn One-Hitten. Oder beziehungsweise killen, weil er ist ja schon geschwächt, das nennt man keinen One-Hit mehr. Spezialangriff sinkt zwar, aber naja. Macht nichts. Für Illumise wird es noch reichen. Während der Amtszeit von Bundeskanzler Gerhard Schröder kam Justin Bieber zur Welt. Ah, gewann Becker Wimbledon, trennte sich Charles von D. oder lief zum ersten Mal DSDS. Wisst ihr es? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Justin Bieber ist jünger als ich, das weiß ich. Der ist nämlich so 95 geboren, glaube ich, oder so. Weil ich das weiß, keine Ahnung. ich glaube, die lief zum ersten Mal DSDS. Keine Ahnung. DSDS interessiert mich überhaupt nicht. Okay, und dieses Pärchen von Käfer-Pokémon hätte mir gekillt. Oh wow, du bist stark. Nun gut. Und hier ist ein weiteres Item. Ein Beleber. Beleber. Boah, langsam geht mir die Spucke aus. Ich kommentiere hier schon 1,5 Stunden fast. Na gut, ich habe vorher noch Splinter Cell kommentiert. Das heißt, ich nehme schon 2 Stunden quasi Let's Play bereits auf. Hier geht's weiter. Nach draußen. Ich untersuche das Schiff im Auftrag von Captain Brick. Er hat mich damit beauftragt, einen Scanner zu finden. Aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Scanner, 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 Scanner. Scanner, oh Gott. Ich glaube, man kann. L-Schlüssel. Lagerschlüssel ist das, ne? Ja, jetzt können wir ins Lager reinschauen. Und dort können wir auch einen Themen finden. Auf den Eisstrahl ist es, glaube ich, ne? Eisstrahl, ja? Eisstrahl. Aber steht Eisstrahl im Moveset drin? Ich weiß es gar nicht. Hoffentlich habe ich es in den Moveset reingetan, weil sonst. Kevin steckt den Schlüssel zum Lager ins Schlüsselloch und dreht ihn. Der Schlüssel ist schwergängig, aber das Schloss lässt sich öffnen. Okay, hier ist Eisstrahl. Und ich schaue jetzt nach, ob Eisstrahl im Moveset drin steht. Dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Eisstrahl steht nicht im Moveset drin. Allerdings bin ich mit einer Attacke sehr unzufrieden. Der Kandidat hat dieselbe genommen wie ich, nämlich die Sache mit DSDS. Die hat er auch genommen. Ich schaue mal nach, wie Eisstrahl kann. Falls es wohl Tenzo Eisstrahl kann, was ich nicht vermute, werde ich es ihm beibringen. Schmerbe kann Eisstrahl, aber. Schmerke kann schon die Attacken, die. Bin mir nicht sicher. Welser. Nee, komm. Eisstrahl ist zwar schön und gut, aber vielleicht kann das 6. Pokémon noch Eisstrahl, obwohl ich es kaum glaube. Naja, ich glaube, jetzt haben wir sogar das Schiffswrack erkundet. Wir können es noch weiter erkunden, aber allerdings brauchen wir dafür Taucher, die wir momentan noch nicht haben. Die finden wir erst in Moosbach City wieder und bis wir dort sind, kann es noch einige Zeit dauern. So, wir haben noch 15 Minuten. Ich glaube, in den nächsten 15 Minuten. Und die Antwort war richtig. Die Sache mit DSDS war richtig. Ach, ich bin so gut. Und ich glaube, ja, Forsterhafen. Jetzt machen wir die Route von Forsterhafen bis nach Blütenburg City und den Rest werden wir dann im nächsten Part fertig machen. Vielleicht haben wir sogar noch im nächsten Part Zeit, die TM1 zu holen. Power Punch. Bla 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 bla. Dann gehen die Pokémon sind wieder fit. Bla bla bla. So, okay. Ah, komm, ihr hört jetzt meinen Tastengetippe, gell? Habe ich richtig gesagt? Ey. Ich rede hier wieder so ein Bullshit. Ich fange jetzt langsam an, Bullshit zu reden, weil ich so lange kommentieren muss.
Da fallen mir langsam die Wörter nicht mehr ein. Keine Wort. Da fallen. Seht ihr? Mir fallen langsam keine Wörter mehr ein für das, was ich überhaupt erklären möchte. Weil ich schon 2 Stunden kommentiere. Okay, ich riskiere es einfach mal. 64.000 Euro Frage. Welcher Begriff spielt im Zusammenhang mit der Rechenleistung von Computern eine Rolle? Na, ihr Computer-Profis da draußen. Busbreiten, Radhöhen, Autotiefen oder Zuglängen? Ich sag Autotiefen. Kommt von automatisch, nehme ich an. Ja, ich sag C, Autotiefen. Automatische Tiefen, wie auch immer. Klingt für mich ganz logisch. Also die Frage ist ja pretty leicht. Wenn es richtig ist, meine ich. Ich sag C, Autotiefen. Also ich lese nochmal vor. Welcher Begriff spielt im Zusammenhang mit der Rechenleistung von Computern eine Rolle? Busbreiten, Radhöhen, Autotiefen oder Zuglängen? Ich sag Autotiefen, kommt von automatisch. Aber was das überhaupt ist, keine Ahnung. Auto heißt automatisch beim Computer. Mein Vater wüsste es, der ist ein Computerprofi. Naja, wie gesagt, ihr könnt euren Kommentar eintippen. Hier unten in der Kommentarbox könnt ihr die Antwort schreiben, die ihr meint. Okay, der Kandidat hat Busbreiten genommen. Und die Antwort ist... wahrscheinlich so richtig. Haha, ich bin ein lausiger Läufer, aber im Wasser fängst du mich nicht. Ach komm, jetzt kommt Werbung. Okay. RTL muss mal wieder Geld verdienen, weil sie ja nicht genug Geld haben, ne? Tun wir RTL einfach mal den Gefallen und lassen einfach mal die Werbung verstreichen. Natürlich werde ich euch noch sagen, welche Antwort richtig ist. Ich werde diesen Part... ja, die Sendung endet eh mit diesen Parts. Also, wenn der Part aus ist, ist auch die Sendung vorbei. Ach komm, das ist wahrscheinlich ein KP, was da noch übrig ist, oder? Ruckzucki. Und tschüss, Tentara. Nervige Qualle. Oder was auch immer. So, fast Level 30 für Voltenzo. Wir leveln hier ganz gut in dieser Wasserroute. Deswegen wollte ich die Wasserroute auch machen, damit wir unsere Pokémon gut leveln können. Vor allem unser Schmerbe. Und Tentara ist down. Und Level 30 für Voltenzo. Richtig gutes Elektro-Pokémon. Hätten wir jetzt ein Magnetilo, hätten wir jetzt ein Magneton. Okay, hier, Protein. Ach komm, der Beutel ist voll. Das gibt's doch nicht. Ich muss endlich mal ein paar Items wieder ablegen. Beleber. Paraheiler. Ach komm, ihr wisst ja was, ich renne schnell nach Fauster Hafen zurück. Oder surfe, wie auch immer. Und lege schnell die ganzen Sachen ab, die wir nicht brauchen. So viel Zeit muss sein, wir haben ja genug Zeit noch. So. Und jetzt ab in den Markt, damit sie ein paar Items verkaufen können. Hier gibt es gar keinen Markt, was ist denn das für ein Bullshit? Es gibt keinen Markt im Fausterhafen. Gott. Was für ein Scheiß. Gut, dann lagern wir einfach mal die ganzen Items ein, die wir verkaufen wollen, damit wir sie los sind. Äther heben wir uns für die Liga auf. X-Treffer werden wir vielleicht brauchen. Die Sonderbombons legen wir auf jeden Fall ab. Top-Aether legen wir ab, alle beide. Brauchen wir für die Liga. Schattenglas brauchen wir nicht, vielleicht später. Machoband brauchen wir nicht, blaue Föte brauchen wir, Mondstein brauchen wir nicht. Rudersand brauchen wir, Lava-Keks lagere ich auch rein. Vorher lag ich rein, das hier, das hier, das hier. Fluchtseil wird verkauft, lage ich halt fürs erste noch rein. Paarheile wird verkauft, Donnerstein brauchen wir nicht, Schutz brauchen wir, Beleber brauchen wir, okay. Und wenn wir schon hier im Pokémon-Center sind, heile ich auch gleich die Pokémon. Ach, jetzt heil doch schon, Mensch. So. Oh Gott. Ich hasse das Leben als Let's Player. Oh Gott. Surfer. So, hier. Her mit dem Protein. Und damit erhöhen wir den Angriff von Junglut. Dass er bald ein Logok sein wird. Okay. Wie viele Erfahrungspunkte braucht Junglut eigentlich noch bis zum nächsten Level? Ich schau schnell. Und zwar sind es... nein, nicht Schaufler, sondern Bericht.
904 für Level 34. Haben wir den schon? Den haben wir schon, okay. Gut, jetzt kann ich wieder aufmerksam sein, weil jetzt gerade Werbung ist. Das Meer in meinem... Was? Das Meer ist mein Garten. Ich werde es dir nicht leicht machen, Kind. Oh Gott, das ist wahrscheinlich die Freundin von Kevin. Nicole. Kevin plus Nicole. Kevin plus Nicole. Ja, 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 Leute, lasst mich in Ruhe. Tropius. Also für die, die es nicht gesehen haben, im ersten Part war auch wieder so ein Schwimmer, der hat das gleiche gequatscht wie die hier jetzt gerade. Und der hieß Kevin, zu meinem Pech. Was ich auch vermutet hatte, anfangs des Kampfes, wo ich das gelesen habe, oh Gott. Rasierblatt. One-Hit, ich glaube an dich, Tropius. Yay, Volltreffer. Lernst du Zauberblatt jetzt? Schwerberechner ist schon Level 25. Halt, bald haben wir schon Welser, wenn es so weitergeht. Ich frage mich, wann sich Schmerbe entwickelt. Mit Level 30 tippe ich einfach mal. Und hier ist ein Item auf der Insel. Ein Tentakel. Ich spiele jetzt diese Tentakel. Wobei, wir haben ja Schutz dabei. Warum setzen wir die Schütze nicht ein? Schütze. Die Schütze. Schütze. Mein Beschützer. Ein Eisen. Erhöht die Verteidigung. Welches Pokémon braucht eine Verteidigungs... eine Höhe? Eisen, Eisen, Eisen. Eisen, Popeisen. Hey Kevin, du hast da Eisen übersehen. Ja, ja. Ich geb's Junglut. Einfach mal, weil ich nicht weiß, welches Pokémon ich das Eisen geben soll. Okay, hier ist kein Trainer. Hier ist ein Trainer. Puh, als ich dich sah, habe ich zuerst gedacht, ein Kind würde ertrinken. Dir scheint nichts zu fehlen. Wie wäre es deshalb mit einem kleinen Kampf? Ja, gerne. Wenn es sein muss. Konstantin. So ist ein Kumpel von mir im Gymnasium. Wo ich im Gymnasium war. Ich war ja einmal ein Jahr auf dem Gymnasium. Da war ich allerdings so grottenschlecht. In Latein hatte ich nur 6er. Dass ich dann gleich wieder vom Gymnasium auf die Hauptschule zurückgefallen bin. Grimasse. War aber ein schönes Schuljahr damals auf dem Gymnasium. Ach, das waren Zeiten. Ich sollte jetzt aufhören, sonst bin ich dann nachher wieder DP, weil immer wenn ich daran denken muss, dass ich auf dem Gymnasium war und jetzt auf der Hauptschule bin oder war, dann werde ich immer ein bisschen DP, wenn ich darüber nachdenke. Und deswegen quatsche ich jetzt mal nicht mehr darüber. Naja. Blub, blub, blub. Ja, du klaust mir meine Sprüche. Blub, 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 sage ich auch immer. Blub, blub, blub. Hier ist ein Ruinenmaniac. Was sucht denn der hier? Hier in der Gegend soll es einen mysteriösen Felsen geben. Weißt du etwas darüber? Ja, ich weiß was darüber, aber ich will es dir nicht sagen, weil ich dann spoilern würde. Weil diese mystischen Felsen haben was auf sich. Ruben heißt er. Er heißt Ruben. Ein Rubel los. Ich mit meinen scheiß Wortspielen. Ich gehöre echt geschlagen. Moment. Ich hab gerade was gesehen. Moment, Moment. Alter. Wartet mal kurz. Ich hab da. Mir ist gerade was draufgefallen. Lehmschelle? Kann unser Schmerz immer noch Lehmschelle oder haben wir versehentlich eine Attacke verlernt, weil ich nicht aufgepasst habe und wer wird mir nie angeschaut habe? Oder kann unser Schmerbe schon immer Lehmschelle? Ich weiß es gar nicht. Ich bin so gedankenlos in diesen letzten zwei Parts gewesen. Hat hier alle Gedanken nur für Millionär. Naja, aber das wird sich jetzt gleich ändern. Der Millionär ist gleich aus. Ich werde jetzt nur noch diese Frage vorlesen, die wir noch offen hatten. Und dann, ja, dann ist die Sendung auch schon vorbei. Beziehungsweise auch dieser Part. Oder sagen wir, bis ich diese rote fertig habe, dann beende ich den Part. Komm schon, Schwerbe, du schaffst diese Sandame, ich glaube an dich. Intensität. Intensität funktioniert bei Sandame, besonders wenn so unter der Erde ist. Und die Antwort, Bußbreiten ist... Trommelwirbel. Trommelwirbel, die Antwort ist... Na komm schon, nicht quatschen. Ist richtig, okay, ich hatte falsch gelegen. Ich war mir ziemlich sicher, dass es C war, naja. Und Schwerbe lernt Erholung, eine Attacke, die im Muster drin steht. Ich verlerne Welser. Ich verlerne jetzt einfach mal Lehmschelle. Wir haben ja schon eine Bodenattacke.
und Schmerbe erlernt Erholung. Ach, Schmerbe dann gleich Schnarcher, die gehört ja auch im Moveset dazu, okay. Dann verlerne ich statt Schnarcher Amnesie. Okay, jetzt kann unser Schmerbe sich heilen, jederzeit. Auch das Gift können wir jetzt beheben. Ich glaube, ich setze Schmerbe ist sogar schon in erster Position, okay? Passt sogar. Gut, werfen wir jetzt aus. Ich schalte jetzt meinen Fernseher aus und konzentriere mich weiter aufs Let's Play. Ach komm, wilde Pokémon, nervt mich nicht. Lass mich in Ruhe. Hallo, hallo. Warum willst du kämpfen? Boah, das zahlt dir jetzt heim. Das lasse ich mich nicht auf mich sitzen. Ich wollte meinen Pokémon im Trainerkampf mit Erholung heilen. Aber du hast alles versaut. Du verficktes Scheiß. Huren. Kack. Wingall. Hier. Dieser Donnerblitz ist nur zu gut für dich. Am liebsten würde ich dir noch dein Gedärme rausreißen und dich dann fressen. Wie einen Fisch ausnehmen. So. So, und jetzt. Ich weiß, es ist Verschwendung, aber egal. So. Das muss jetzt sein. Extra aus Prinzip mache ich das. Ich lasse mich doch nicht von dem scheiß wilden Winter killen. In tiefen blauen Meer schwimmen. Das ist das Größte überhaupt. Naja, ich schwimme nicht so gerne im. Ich schwimme nicht so gerne, muss ich sagen. Also ich bin nicht so der Schwimmer, so der große Schwimmer. Schwimmen macht mir nicht so viel Spaß. Aber mehr Schwimmen ist schon eine Sache. So, Erholung. Schmerbe ist eingeschlafen. Und jetzt ist Schmerbe für zwei Runden lang. Jetzt pennt Schmerbe für zwei Runden lang. Und während Schmerbe pennt, können wir Schnarch einsetzen. Und während Schmerbe sogar schläft, können wir angreifen. Auch wenn Schmerbe schläft. Und es schreckt sogar zurück. Oh mein Gott. Deswegen möchte ich Schnarche drin haben, damit Schmerbe angreifen kann, während es sich erholt. Und jetzt wird Schlaf aufhören, weil Erholung nur für zwei Runden hält. Und wir können Carpador mit Intensität ownen. So ungefähr habe ich einen Plan für Welser. Welser hat sehr viele KP, deswegen ist Erholung auch eine sehr gute Taktik. Und nochmal Intensität. Unser Schmerbe ist jetzt in unserem Team und wir müssen es nicht mehr trainieren und wechseln und so. Schmerbe ist jetzt richtig, richtig gut geworden. Während der Millionär-Folge haben wir es richtig gut trainiert. Okay, diese Winger wirst du schaffen. Oder? Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich greife es mit Schnarche an. Weil die anderen Attacken nicht funktionieren so richtig. Aquaknarre ist nicht sehr effektiv und Erdbeben funktioniert bei Wingull nicht. Das heißt, ich werde Schmerbe jetzt einschläfern. Einschläfern. Ja, einschläfern. Klingt dumm, ist es aber so. Und greife jetzt an mit Schnarcher, denn alle anderen Attacken wären nicht sehr effektiv, beziehungsweise gar nicht effektiv. So, Schnarcher. Schnarcher kann den Gegner auch zurückschrecken lassen. Haben wir auch beim Carpador gesehen. Das heißt, wir könnten Schmerbe vielleicht sogar ein Item geben, das die Volltrefferquote erhöht. Die Zurückschreckquote. Ein Kingstein zum Beispiel. Aber wo kriegen wir... Scheiße, das habe ich gerade nicht nachgedacht. Erholung. Wingull ist nervig. Wingull ist echt nervig. Superschall. Wenn ich Superschall einsetze, trifft es fast nie. Aber wenn ein Wingull es einmal einsetzt, trifft die Attacke fast immer. Das ist immer dasselbe. Kann es eigentlich sich selbst verletzen, während es schläft und einen Schnarcher einsetzt? Schau mal, das wäre echt interessant zu wissen. Okay, Wingull ist verwirrt, obwohl es pennt. Hä? Wie jetzt? Achso, ja, ich war jetzt gerade verwirrt, okay. Nun gut, Guido hat mal besiegt, ich bin abgesoffen. So, und hier... wieder dieser Felsen. In der Wüste haben wir ja auch so einen Felsen gesehen mit so sechs kleineren Felsen. Die haben eine Bedeutung in diesem Spiel. Die werde ich allerdings erst am Ende des Let's Plays erzählen, wenn wir es normal machen. Wie damals im Saphir-Let's Play, da haben wir es ja auch gemacht. Das weiß ich meine. Und diesmal werde ich die Pokémon fangen, die es dort gibt. Anstatt sie zu besiegen. Und das wird ein Megapart lang werden bei... Die Pokémon zu fangen, die haben es echt drauf. Da braucht man für ein Pokémon schon eine halbe Stunde. Das heißt, der Part kann vielleicht der längste Part werden, den ich je gemacht habe. Mal schauen, so, hier ist noch eine Trainerin. Mein Körper fühlt sich im Wasser so leicht an, als hätte ich abgenommen.
Genau, stellst du uns Fettsack so im Wasser, dann denke ich, hätte abgenommen. Genau. Die perfekte Kur für Fettsäcke. Walmer gegen Schmerbe. Na gut, Schmerbe ist zwar schön und gut, aber ich glaube, gegen Walmer ist es schon eine Nummer zu hoch. Dann nehme ich lieber Tropius. So, Tropius muss ja auch noch ein bisschen leveln. Wir wollen es ja auch noch auf Level 30 haben. Und Rasierblatt. Ah, komm. Naja, fast ein Bonnenkill. Wäre es ein Volltreffer, wäre es ein Bonnenkill. Aber in dem Fall hat man halt einfach nur Pech, dass es kein Volltreffer war. Aber egal. Einmal ist down. So. Level up für Tropius, nehme ich an. Jawohl, Level 28. Lernst du Zauberblatt, Blitzer? Immer noch kein Zauberblatt. Jetzt stell dich doch nicht an, Tropius. Wann lernst du denn Zauberblatt, Mensch? Rasierblatt wird langsam langweilig. Außerdem trifft Rasierblatt nicht immer. Boah, meine Stimme verändert sich langsam. Die wird langsam richtig kratzig, weil ich schon, wie gesagt, sehr lange kommentieren muss am Stück. Kommentiere ja schon 2 Stunden. Oh Gott. Die längste Aufnahmesession, die ich je hatte, war 6 Stunden, glaube ich. Ne, 5 Stunden und 30 Minuten war die längste Aufnahmesession. Das war damals im Team Rocket. Nee, nicht Team Rocket, im roten Let's Play. Das habe ich gespeedet und am Stück gemacht. Das war. Ja, zufälligerweise war es im Zafir Let's Play genau an derselben Ort. An demselben Ort, wo wir jetzt da gerade sind, haben wir eine Pause gemacht, nur um dieses. Team Rot, Team Rot, dieses rote Let's Play zu machen im Speed, habe ich extra das Saphir Let's Play an dieser Stelle, wo wir jetzt gerade sind, pausiert. Was für ein Zufall, oder? Und dieses Mal werde ich ankündigen, ich werde auch wieder ein Blau Let's Play machen, das gespeedet wird und an einem Stück ist. Wann ich es allerdings machen werde, kann ich noch nicht sagen. Vielleicht in einer Woche, mal schauen. Aber ich kündige jetzt an, ich werde ein blaues Let's Play Speed am Stück machen. Also das wird wieder lustig wie im roten Let's Play. Und meine Stimme wird natürlich auch wieder kaputt gehen. Ihr dürft schon ganz gespannt drauf sein. Okay, Meryl, One-Hit. Oh, komm. Tropius, hätte doch jetzt ein One-Hit-Kill sein müssen. Tropius. Rasierblatt. Oh Gott, hoffentlich kriege ich es noch hin mit den Rändern. Das Rennen dauert ja auch seine Zeit. Ich habe ja nur bis 12 Uhr Internet und es ist bereits 21.30 Uhr. Und das Rennen für einen Port dauert nicht so lange. Ich schätze mal so eine halbe Stunde oder 20 Minuten dauert ein Part zum Rennen. Und es könnte knapp werden. Das Rollladen dauert ja auch noch seine Zeit. Und dann muss ich noch die Anmerkungen machen und den ganzen Detail. Das ganze Detailzeugs und ich glaube, wir haben die Route abgeschlossen. Aber wir haben es noch nicht komplett erledigt, das ganze Zeugs mit dem Wasser. Denn jetzt machen wir noch etwas und zwar werden wir jetzt, also im nächsten Part meine ich, werden wir uns TM1 holen. Ich gehe noch schneller dahin, natürlich ins Screen, damit meine Stimme noch weiter kaputt geht. So. Und dann holen wir uns. Moment, wenn wir schon hier sind. Holen wir uns auch gleich die Themen, die es hier gibt. Oder das Item, wie auch immer. Alter! So, okay. Und meine Stimme geht kaputt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, meine Stimme. Das tut langsam richtig weh. Langsam am Hals, beziehungsweise im Kehlkopf. Naja, ich sollte jetzt vielleicht weniger reden. Weil sonst bin ich im nächsten Part total heiser. Das wollt ihr ja auch nicht, ne? Aber jetzt geht noch schnell nach Blütenburg City. Natürlich mit Speed. Schnauze knillt. Du kannst von mir aus auch ein Shiny haben. Das ist Shiny sein, das ist mir egal. So. Los, wenn jetzt ein Shiny auftaucht, dann ist meine Stimme komplett im Arsch. Okay, hier könnten wir auch surfen, machen wir aber allerdings erst im nächsten Part. Das ganze Zeug. So, hier. Metaros City. So, wir können auch surfen, nämlich nach oben, da finden wir TM1. Das allerdings erst im nächsten Part. Im nächsten Part werden wir außerdem noch die kleinen Seen, die überall sind,
anschauen und schauen, ob es hier versteckte Items gibt. Das alles im nächsten Part, Leute. Also, bis dahin, Servus!